Halli, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Tabs bei Ich muss weg, wo wir gegen Valkyren, Valkyren sind es glaube ich, ne? Genau, gegen Valkyren und Schubkarren kämpfen müssen. Frage ist, letztes Mal waren die Vampire eigentlich ganz gut gegen die. Vampire sind aber nicht gruselig, doch sind sie. Okay. Dann nehmen wir doch einfach mal so einen ganzen Halbkreis an Vampiren. Oh, dann noch so eine kleine Nachhut an. Wie viele kriegt man denn dafür? So, auf geht's. Die können nämlich auch fliegen. Masse statt Klasse. Ein Festmahl. Saugen sich auch noch überall fest. Ja, das lief überraschend gut. Endstation Schubkarre. Ich muss es nicht ernsthaft gegen so eine scheiß Schubkarre. Schubkarre versus Kanone. Oh. Schubkarre versus Kanone, aber die Kanone steht da unten. Ja, so nämlich. Easy. Sieht immer sehr lustig aus, wie die Dinger bedienen. Königliche Garde. Ah, ein Barde, der von Königen gegardet wird. Okay, die Kanone war gerade sehr effektiv. Das Problem ist, wenn die einmal an die Kanone rankommen, haben wir verloren. Aber wenn sie nicht an die Kanone rankommen. Also die Garde hat schon mal versagt, weil der Barde ist tot. Allerdings glaube ich nicht, dass das was wird. Ai. Nee, die Könige sind zu stark dafür. Obwohl, es gibt nur noch einer. Okay, war doch ganz gut. Drei Schüsse und ein König ist tot. Drei Salven. Schiffbruch total. Okay, die werfen einfach nur ihre Schiffe. Leute brauchen einfach irgendwas, was da schnell reinrennt. Du löst die Schiffe aus. Und danach kommt ein göttlicher Schiedsrichter mit ein paar Handschuhen. Und wird euren Tod rächen. Wir haben auch nur Paddel. Also. Oh. 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 Ich hab doch nur Paddel. Ich hab doch nur Paddel. Oh nein. Ah. Guck mal, das Falsche. Irgendwas, was schießen kann, wäre eigentlich ganz cool. Piraten. Piraten nehmen wir auch viel zu selten. Natürlich brauchen wir den einen Halbling, der hier den Streit anzettelt. Ah, das wird auch nichts. Nee, nee, nee. Oh nee, oh nee, oh nee. Das wird nix. Was haben wir noch? Ah, ich. Endverwirrt heute. Wir könnten noch Katapulte. Oder es einfach mit Bogenschützen platt machen. Skelettbogenschützen haben wir noch gar nicht gesehen. Oh, kann es auch nicht sehr viele leisten. Die schießen mit Feuerpfeilen. Das ist natürlich nice. Oh.
verstehe. War aber wieder mal nicht so effektiv. Aber effektiver als der Rest zumindest. Ah, 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 ah. Nein, lass mich in Ruhe. Und die halten sogar ziemlich viel aus für den Bogenschützen. Oh, oh. Kann ich nicht sprinten? Nein. Nein. Lass mich. Oh Mann. Das war's dann wohl mit dem Skelett. Okay. Nicht die effektivste Taktik. Vampire spammen. Nee, können wir eh nur 10. Kerzenköpfe. Leute, Leute. Das war zu spät. Nicht immer so nah ran, ihr seid Fernkämpfer. Oh. Mein eigener getroffen. Ja, auf jeden Fall ein bisschen schneller als die Bogenschützen. Ich glaube, das. Wow, die schleudern die ja richtig weg. Ach du Scheiße, da hinten fliegt. Ach du Scheiße. Die kommen alle wieder zurück. Und ich treffe keinen einzigen. Boah, fliegen die weg. Boah. Auch unterschätzt, würde ich mal sagen. Hui. Ach, Scheiße. Haben wir alle? Da hinten noch gekämpft. Auf den Baum hoch. Usch. Wo wollen wir die hinrennen? Sehr schön, die machen das schon. Kerzenköpfe sind auch sehr gut. Oh, Endstation Valkyre. Sehr gut gegen eine Valkyre. Könnte ich schon mit Speeren bewerfen einfach. Nochmal drauf knüppeln. Wow. Das war äußerst effektiv. Muss man auch mal so anerkennen. Landung. Ist der nur Schiffe? Ist der nur Schiffe? Hm. Ich hab Bock auf so ein Bogenschützenbataillon. Oh je. Ich kann deutlich zu viele Bogenschützen machen von dem Geld. Ach du Scheiße. Und ein Heiler hinten. Das ist der Anführer. Okay, die laden viel zu langsam nach. Aber prinzipiell haben wir schon gewonnen. Mit normalen Bogenschützen. Ja, das ging zu gut. Ein neu gewonnener Freund. Oh. Name. Minotauren haben einen Mammut als Freund gefunden. Yay. Gott, haben wir viel Geld. Let's go. Den einen nicht zu treffen war ein sehr großer Fehler. Da hinten lebt ja noch einer. Bitte nicht umdrehen. Das lief aber sehr gut. So cool, dass mir zwischen den Pfeilen so. Aber ich wiederhole mich. Das war auch sehr einfach. Endstation Minotaurus. Ja, da habe ich doch eine gute Idee.
Auf geht's. Oh, nur ein Pfeil getroffen. Das ist sehr schlecht. Ja, komm, aber nochmal. Diesmal triffst du bitte. Falsche Richtung. So nämlich. Göttlich. Die sind echt gut gegen so große Viecher, einfach wegen der Masse an Pfeilen. Was? Hinterrasen? Was? Hinunterrasen. Entschuldigung, ich muss das immer im OBS-Fenster legen, weil hier oben meine FPS-Anzeige drüber liegt. Wir haben Kopfnusskämpfer. Wir haben Berserker. Die einen so anspringen. Die springen alle jemanden an. Was? Da springen wir doch einfach zurück. Obwohl ich glaube, es wird ziemlich platt gemacht werden. Egal. Naja, eigentlich läuft das ziemlich gut. Alle ausgesaugt. Ja, Vampire sind auch ein bisschen OP, ne? Gekentert. Ist das euer Ernst? Ich meine, da stehen noch Leute drunter, die das Boot halten. Wie sollen wir die denn jetzt platt machen? Am besten. Wir bräuchten... Können wir von da oben schießen? Nee, können wir nicht. Wir bräuchten eigentlich was, was fliegt. Eigentlich bräuchten wir Valkyren oder so. Andererseits Valkyren können wir uns gerade mal 10 Stück leisten. Wir empfangen die einfach mit Bauern. Einfach alles voll mit Bauern. Weil da kommen sie eh nicht hoch. Wir müssen alle durch die Gasse da durchpressen. Boah. Och nö, ihr versucht jetzt nicht wirklich alle. Nicht euer Ernst, oder? Oh, die Runde ist auch darauf ausgelegt, einfach buggy zu sein. Okay, die versinken einfach alle. Alle ertrunken. Boah. Dieses Motion Blur. 23 FPS. Da ist ein Berserker mit dabei, das ist halt nicht so gut. Schützt natürlich selbst in der Schlacht. Liegen 24 FPS. Oh, ich halte hier alles auf. Ich halte hier alles auf. Aua. Die Bogenschützen krallen. X. Ah, geht drauf. Besiegt. Schade. Okay, absolut dämlich, dass sie da alle hinrennen. Löschen, löschen, löschen. Es wäre viel cooler, wenn man jetzt hier anfangen könnte, weil ich habe keine Lust, dass sie alle dahinter rennen. Alpha. Nee, hatten wir schon. Wir haben Didi. So normale Piraten irgendwie. So. Nämlich. Zeigen wir euch mal, wie man Seefahrt macht. Ja, wir sind die Captains, sind jetzt so schnell reingekommen. Die wurden auch ziemlich schnell platt gemacht, ehrlich gesagt. Nee. Ach, die kommen da halt lang, ne? Okay, Captain war es nicht. Piratenkönigin wahrscheinlich dann auch weniger. Gute alte Vampirtechnik. Nee. Bei Schwertzauberer wäre noch was. Und Kerzenköpfe zum Zurückschlagen.
man rennt doch nicht immer zu denen. Aua, 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 aua. Oh, war tot. Das wird nix, das wird nix. Wir müssen von der Seite angreifen. Ah, ärgerlich, ärgerlich. Nee. Okay, jetzt ist Strategie gefragt. Die haben halt alles mögliche. Die haben starke Einheiten, die haben Raufeinheiten. Masse wird's nicht bringen. Wir brauchen was Starkes. Ich tendiere zu... Ah, für göttliche Schiedsrichter ist es hier zu eng. Paladine. Wir müssen die Kräfte von Gut und Böse vereinen. Wir nehmen Paladine und wir nehmen... Ein Monarch der Leere. Noch ein Verband der Wachposten, der sich als erstes reinstürzt. Das sind nur 4 Einheiten, ne? Das wird halt nix. Das wird halt nix. Und der Monarch der Leere in diesen Straßenschlachten. Nicht unbedingt optimal, was hier rauskommt. Besiegt. Das könnte schon klappen, aber der Monarch der Leere darf halt nicht da hinten diesen Straßenschlachten rumkämpfen. Wir nehmen den jetzt. Wir gehen aufs offene Feld, da haben die keine Chance. Wir haben schon fleißig gekämpft. Lebt der noch? Wer macht mir denn jetzt gerade noch Schaden? Ach, der Berserker, Monarch, der Leere platt macht. Eieieiei. Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Schlangenbogenschützen könnten wir noch nehmen. Viele, viele Schlangenbogenschützen. Hoffen, dass die Schlangen eine gute Arbeit machen. Aber es sind wahrscheinlich zu wenig Schlangenbogenschützen, wenn ich mir das hier so angucke. Die ist auf jeden Fall herausfordernd, die Runde. Die springen halt um die Ecke direkt rein. Das ist... Das wird nix, das wird nix. Gute Nahkämpfer. Gute Nahkämpfer. Häuptlinge. Nee. Ritter. Ritter. Ritter mit Knappen. Ja, ja, das könnte klappen. Dich übernehme ich. Wir gehen außen rum und fallen denen in den Rücken. Sehe ich zwar nichts von der Schlacht, aber hey. Die sind ja alle darüber gekommen jetzt. Oh shit. Aber es sieht gut aus, sieht gut aus. Die Berserker sind einfach zu heftig. Aber, komm. Einfach drauf immer. Oh nein, es sah so gut aus. Na, da kommt noch ein Berserker. Okay, kannst du vergessen. Kannst du vergessen. Okay. Okay. Neue Taktik, ich bin nicht stolz drauf, aber... Es wird der Sturm der Vampire. Die sind auch zu wenig, das reicht nicht.
Ihr fliegt jetzt nicht ernsthaft zu denen ins Wasser, oder? Die nächste Möglichkeit wäre, dass wir die einfach zu uns kommen lassen. Wir stellen unsere Gruppen ganz nach hinten. Lass nicht zu uns kommen. Nein, ich sagte, wir lassen die zu uns kommen. Leute. Oh, der war schon mal ganz gut. Die andere steht ja noch, die kann ich im Notfall übernehmen. Da habe ich auch meinen eigenen Typ gekillt, und zwar ohne Ende. Okay, der Berserker. Da kommt doch noch einer, oder? Jawohl. Da darf bloß von hinten keiner kommen. Ja, nice. Endstation Katapult? Euer Ernst? Wie hat er denn den Stein in die Fresse gerade überlebt? Accountant, nice. Errungenschaft freigeschaltet. Ja, das überrascht einfach im Vergleich zu dem gerade. Oh, Zeuses. Zeuses, Zeuses, Zeuses. Zeuse. Ein Zeus, mehrere Zeuse. Und wir haben sehr, sehr viel Geld. Das Mammut stürmt halt an, ne? Das ist ein Problem für den Da Vinci-Panzer, oder? Wäre das ein Problem für den Da Vinci-Panzer? Finden wir es raus. Wir halten sie mit Fechtern auf. Auf, komm, komm, komm. Mehr Kanonenkugeln hier, bitte. Nicht aufs Mammut. Auf den Zeus sollst du schießen. Oh, da hängen jetzt Blitze drin. Da Vinci. Ja, es läuft ganz gut. Nein, Da Vinci ist tot. Wir wurden besiegt. Na, ah, es läuft ganz gut, es läuft ganz besiegt. Die Justreise sind einfach zu teuer für das, was die bringen. Wir haben richtig, richtig viel Geld, ne? Und wir haben hier Einheiten, die nicht sehr gut gegen Masse sind unbedingt. Wieso habe ich das Gefühl, dass das Spiel gleich abstürzen wird, wenn ich das mache? Achso, ich habe gerade Angst. Okay, nicht so gut gegen Masse. Alle Skelette tot. Vielleicht sind die doch ganz gut gegen Masse. Ich habe mir so viel Mühe gegeben. Ich mal jetzt schöne Muster mit Vampiren. Sehr schön. Hui!
Halt einfach. Ja, wenn ich an die Zeus rankomme, ich glaube, dann wird das nichts. Na, ich glaube, das wird doch was. Oder den Zeus, den Zeus. Jawohl, jawohl, saugt ihn leer. Ja, die sind echt zu gut. Was für den Preis? Kann ich alles mit Vampiren lösen? Kann ich alles mit Vampiren und Wachas lösen? Wow, das war sehr effektiv. Das war äußerst effektiv. Ich sag ja mal, kann ich alles mit Vampiren und Wachas lösen? Okay, next level. Endstation König. Oh, was kann denn gut gegen König antreten? Ein Piratenkönig. Ein Kapitän. Auf geht's. Kann man ihm helfen? Lässt du das bitte? Er hat den Säbel mit der Pistole verwurstelt. Bitte nach vorne zielen. Wo zielst du hin? Was ist denn los mit dir? Warum zielst du nach da hinten? Ja, dahin zielen. Ja, genau. Ha! Sehr ehrenvoll gekämpft. Auf jeden Fall. Also das war auch sportlich und moralisch sehr fair. Alles steht gegen dich. Das sind nur zwei Knappen. Na, man soll alleine kämpfen, verstehe. Zwei gegen einen, ein bisschen unfair, oder? Ja, das war so geplant. Er hat seinen Kollegen umgebracht. Nee, dann nicht. Boah. Jawoll. Ich habe auch gerade ganz genau gewusst, dass ich gewonnen habe. Und nicht, dass ich verloren habe. Ja, kann man lassen. Lass mal so stehen. So, und in der nächsten Folge ein wilder Ritt. Sind da. Da sind Halblinge auf den Mammuts. Okay, in der nächsten Folge schauen wir uns dann den wilden Ritt an. Macht's gut, bis dahin. Ciao.